So, hallihallo, hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Mal wieder in Hohenkirchen unterwegs und die Leute, worauf laufen die denn zu? Da kommt wahrscheinlich gerade ein Bus irgendwo her, ne? Ja, ne, wollen sie alle irgendwie da mit. So, fantastische Einleitung, ne? Ich war ein bisschen verwirrt, weil gerade irgendwie recht viel los ist hier im Busverkehr, aber scheint so eine zentrale Abfahrtszeit zu sein. Wir sind zum Glück schon da und brauchen uns da nicht irgendwie hinten anstellen, denn wir fahren die Expresslinie, die neue, die X49, den X49, nennt wie ihr es wollt. Und das Ganze mit dem Gelenkbus, so sollte es laut Fahrplan auch sein. Metro-Ausstattung, die ist auch neu, das heißt Einstieg an allen Türen und entsprechend mit Repaint auch für die, ja, Expresslinien. Tatsache, wie ihr hier sehen könnt, Express. Sogar richtig schön im Corporate Design und sogar halt, damit auch ja weiß, dass man hier von Zeit zu Zeit mal durchfährt. So, hätte gesagt, wir starten den Lachs mal langsam. Bisschen eher schneller als langsam, ne? So, lassen wir den schon mal anlaufen hier. Genau, bis da die Druckluft da aufgebaut ist. Ist ja wild mit dem Licht auch, ne? Immerhin schön bunt. So, da kann man vielleicht mal ein paar Fensterchen aufreißen hier. Für die frische Luft. Im Hinteren sollen sie ersticken. Nee, die Luft zieht ja nach hinten durch. Ne? Das ist ja eigentlich. Sollte da okay sein, guck mal, Einsatz ist anders gefärbt, das ist ja wild. Sonst haben wir hier hinten so Schwenktüren, wenn die dann gehen würden. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen wenig Luft. Ja gut, das soll sich jetzt mit der. Das soll die Zeit hier lösen, hätte ich gesagt. Ist das eine Freigabe? Weiß ich nicht. Gucken wir mal einfach rein. Wir sind mal wieder. Ah, ich habe schon wieder einen Kollegen fahren hier, ne? Das ist ganz schön was los. 47, 11, zack, zack. Nächste Haltestelle: Hohenkirchen Bahnhof. Sie haben So. Umsteigemöglichkeiten Guten Tag. im Regionalverkehr. 3,50 macht das dann. Bitteschön. Und dann machen wir. Oh. Geht. Bitteschön. Ist hier Selbstbedienung oder was? Kann man da einfach Geld rausnehmen? Ja, scheinbar schon. So, wo ist noch ein Kollege? Ich höre doch da noch einen. Ah. Tschüssi. Du, ihr fahrt alle vor mir. Guten Tag, die Dame. Gut, wir können ja mal den Nachtmodus mal ausprobieren. Ja, komm, guck mal. Wir sind Informatiker und YouTuber und Gamer und alles. Da brauchen wir so einen. Wir brauchen immer den Dark Mode. So, ansonsten sind wir doch eigentlich zeitlich ganz gut mit dabei. Da können wir noch ein bisschen nach hier gucken. Das ist ein sehr bequemer Sitz da vorne, wie es aussieht. Du, da kann man bestimmt eine super lange Fahrt drin verbringen. Gut, der Vorteil ist, wir haben ja auch gar keine mega ewig lange Fahrt, sondern das dauert nur ein bisschen. Ich würde dich aber ganz, ganz ein bisschen umschauen, ganz gerne, bis wir los müssen. Ja, okay, dann haben wir noch 2 Minütchen. Das sind auf jeden Fall wir hier einmal. Dann fährt hier die. Ah, die fahren zur vollen Stunde ab. Schade, schade. Ich hätte es gehofft, dass wir da, weil die sollen auch Sound haben, so also die Züge. Wir haben hier jetzt noch einen wahrscheinlich viel zu überteuerten Kaffee, wobei der sieht so ein bisschen fancier aus. Also, das ist nicht der normale Billo-Vollautomaten 8,50 € Kaffee gefühlt. Ja, schick, schick. Auch mit dem Schatten gearbeitet und so. Erinnert mich ein bisschen an diesen Bahnhof in Bausi. Ich weiß, weird, aber. Diese Assoziation habe ich. Genau, hier der Bahnhof kennt er, glaube ich, schon. Ein klein wenig. Ist nicht das erste Mal, dass wir hier sind. Ich mache mal gerade mal eine Minütchen Zeitreise, wenn noch jemand mit möchte. Nö. Es pippt, wenn alle Türen zu sind. So. Dann einmal für uns. Los. Kollege hinter uns auch oder? Ne, der bleibt stehen. Okay, so, dann heiße ich euch erstmal alle recht herzlich. Willkommen hier auf unserer schönen neuen tollen Expresslinie 49. Wir wünschen natürlich allen eine angenehme Reise. Unser nächsten Halt, entnehmen Sie dann bitte den Ansagen bei Zeiten. Falls es die gibt. Ich bin auf den Ausgang, sind wir letztes Mal lang gedüst. Vorbeigefahren da am Bahnhof und. Heute natürlich da gestartet, deswegen die anderen Bussteige. Ich sehe schon. Ist aber auch gut und sinnvoll, dass man die Linien, die da nur vorbeifahren, dass man die nicht da irgendwie sinnlos durch die Abfahrtssteige da
zwingt. Das ist ein bisschen eng wahrscheinlich. Ja, easy. Na, ah, das ist ein Problem. So, das ist wahrscheinlich das rote Auto irgendwie gewesen, ne? Weil mit dem anderen finde ich, das mit dem Bordstein habe ich ganz gut gemacht. Erstmal selbst beneißen, ne? Fantastisch gemacht, Josh, ne? Wer hat schon keiner? Wenn er der Hörstimme sonst schon nicht macht. Ja, Josh, du fährst ja auch scheiße. Siehst du dann. Der bremst ja mal gar nicht. Eieiei, okay. Musst du mit dem halben Körpergewicht auf die Bremse datschen, dass hier was passiert. Gut. Ja, da habe ich doch gerade einen raussneaken sehen, dich. Haha. Du wolltest einfach so, dass ich dich übersehe. Ja. Du möchtest auch gerne übersehen werden. So, hier ist immer noch frei. Yo, May. So, eine Renault Zoe. Nee, du bist ein bisschen größer. So. Dankeschön fürs Kreuzung freihalten. Danke dir. Gucken wir mal, ob wir, also in welchem Bereich sich das jetzt manifestiert mit den mit dem Express. Also ob das jetzt was ist, dass wir in der Stadt nicht so oft halten, wo wir eh langsam tingeln, oder ob das wirklich, wie es glaube ich in der Readme beschrieben ist, gut, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es dann so ist, dass man halt einfach an Haltestellen im späteren Linienverlauf dann eher einfach mal durchfährt, wo man dann halt mal Stichfahrt in Dörfer nicht macht. So, guten Tag, hallo, mal rein mit euch. So, pippt dann noch mal, wenn er fertig ist, auch gut zu wissen. Ah, das war hier vorne einmal Fahrkarte abgestempelt. Ah ne, nicht hier, sondern erst da vorne. Alle Linien, ja, das sieht aus nach mir. Ach, den Bereich, den kenne ich jetzt halt noch, ne? Da tingeln wir jetzt halt irgendwie so ein bisschen durch die Wohngebiete halb vor der Stadt. Da tingelt man ein bisschen durch und für uns heißt es aber trotzdem anhalten, ne? Feld am Berg, gut. Das freut euch natürlich, dass ihr hier zügig ins Umland könnt. So, einen schönen guten Tag. Hallo. Hallo. So, kommen wir hier einmal durch. Dos sind 30, da wahrscheinlich auch. Ja. Achso, da kommt nicht der Unfallmeldung. Achso, nee, wir haben ja keinen Unfall gebaut. Quatsch, wir doch nicht. Nee, das war, da war nichts am Bahnhof. Ich muss mir da wohl was falsch gemerkt haben. So, das ist ja eine Einbahnstraße, das ist ganz gut. Ich glaube, sonst hätten wir hier größere Probleme. Oh, mit dem Gelenkbus hier durchjuckeln. Weiß ich auch nicht, ob wir von so drei Fahrgästen jetzt unbedingt Gelenkbus gebraucht haben, aber hey, wenn das jetzt... Wahrscheinlich wird das so ein überfördertes Ding sein, wie unsere hier Regionalbuslinien in Bavü, wenn wir auch so ein Ding, also viele mit X vorne dran und dann so im 100er Bereich irgendwie 100, 200, 700, also sowas gibt es ja irgendwie recht viel und da wird ja auch krass subventioniert vom Dach. Krass subventioniert vom Land und ja, wird hier wahrscheinlich auch so sein, da sind ja wie Fahrzeuge vorgeschrieben, die müssen an diesem bewegt Einheitsdesign Dingens sein und das, ja. Ist hier dann vielleicht auch so. Deswegen fahren wir auch hier ein schön mit Express-Livery, dass wir auch schön konform zu unseren Ausschreibungsdingen da sind, so wie das sein soll. Und natürlich auch der geforderte Gelenkbus. So, geh da die aus. Dann gucken wir mal ein bisschen nach da. Wobei, das ist wahrscheinlich eher so ein Rechtsabbiegen, ne? Ist halt sehr, sehr still, der Gute, ne? Oh. Ah, Unfallort, okay.
Ja, das Ganze nochmal von außen angeschaut. Hübsch, hübsch, ne? Ja, cool auch, dass da die drei Fahrgäste irgendwie in den Gelenkbus quetschen. Ja, es sind aber mehr als drei. Ja, es sind mehr als drei Fahrgäste. Da hast ja recht. So. Was auch denn die Ampel für die drei Autos hier an der Kreuzung? Ja, es ist alles nicht so krass dimensioniert und skaliert wie irgendwie auf dem in der Stadt. Deswegen ist hier wenig los, sowohl auf das Torsee als auch im Bus. So, da kommen wir rum. Danke dir fürs bisschen weiter hinten warten. Bin ich immer gespannt, ob und wann wir dann hier unserem Expressbus, also unserer Expressbushaftigkeit frönen können. So, ihr dürft noch alle mit, weil wir halten ja quasi direkt an der Straße, müssen keinen Umweg fahren, deswegen ist halt okay, dass wir euch mitnehmen. So, hallo, immer eingestiegen hallo. Hier. Hallo. Schlagt euch um den Ticketvalidator. So. Natürlich jetzt auch den Netzplan nochmal auf dem zweiten Fenster aufmachen können, ne? Ja, können wir mal gucken, ob wir das gleich mal machen. Einen cleanen Sneak da auf den Netzplan. Haben wir in der letzten Folge auch schon mal angeschaut und vor allem dann verglichen mit der V1. Entsprechend habe ich das natürlich noch vorbereitet. Aber hier ist cool. Mit dem Traktor da in der Kurve, guck mal. Er ist ja wild. Ups. Kann Josh Bus fahren. Dada. So, wirklich. Ja, ein bisschen Power hat er schon, der Bus. Ne? Gerade überlegt, ob das Ding genug ist oder nicht. Aber man kommt schon vorwärts. So, jetzt gucken wir mal hier. Das ist wahrscheinlich spannend. Na, wir müssen noch hier. Nicht nach Wagenbach. Okay. Dorthin wagen wir uns heute nicht. Du wartest. Dann kann ich es wagen abzubiegen, ne? Danke dir. Weil ich mir dann am Ende doch nicht mehr so sicher war, ob man nicht einfach nur langsam gefahren ist oder ob man es wirklich vorbeilassen wollte. Ah, weiß ich nicht. War so ein bisschen sus auf jeden Fall, wie man so schön sagt. Sus. Suspiziös. Eins von den Sachen. Sucht euch aus. So. Die Frage, wie wahrscheinlich er geradeaus, genau. Weil dann sieht man nach so einer schönen Schleifen, Stichfahrt, was auch immer, Fahrt über so einen Kaffee aus. Und wir sind natürlich absolut expresstechnisch unterwegs. Dass unsere fünf Fahrgäste da auch halbwegs zeitig an ihr Ziel bringen, irgendwo mitten im Nichts. Nein, ist bestimmt voll das große Kaffee, wo wir jetzt hinfahren. Ne? Kann ich mir nicht anders vorstellen. Wenn man eine Expressbuslinie hinfährt, dann muss das ja schon irgendwie der Nabel der Welt sein. So, ein Express heißt natürlich auch schnell fahren, ne? Das heißt natürlich nicht nur irgendwie Haltestellen auslassen. Nein, nein, da müssen wir auch entsprechend fahren. Wobei ich auch nicht weiß, ob der Fahrplan eher generös ist. Also es hieß auch in der Changelog, dass die Fahrzeiten überarbeitet wurden. Ich weiß gar nicht mehr, ob das die Map war oder eine andere, wo ich mich halt an den so massivst kurzen Fahrzeiten gestört habe. Also ich weiß nicht, auf Geroldstein die 581 ist absolut unschaffbar. Und generell Landkreis Lanau ist auch so ein Garant für. Ja du, das klappt so aber eigentlich gar nicht, ne? Wenn man da nicht irgendwie immer die ganze Zeit voll auf dem Gas steht, dann ist das auch mit fahrgastfreundlichem Fahren aus. Ob das jetzt hier so war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde was gemacht. Ach guck mal, C2 ist KI, okay. Gut, ich glaube auch, dass der Iveco hier jetzt nicht die, so, ist jetzt wahrscheinlich nicht das Performance-Wunder. Wenn es dafür halt keine extra AI-Variante gibt, dann kann ich mir halt vorstellen, dass das so ist. Wenn ich gerade im Überlegen bin, ne, man sagt ja KI-Fahrzeuge, ne. Die sind jetzt ja aber im Sinne von KI, wie es jetzt aktuell in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat. So, danke fürs Warten. Ne? Ich habe ja auch Vorfahrt. Das ist ja lieb von euch. Danke sehr. Es ist ja. Müsste ich überhaupt abbiegen? Ich hoffe. Es ist ja nicht in dem Sinne
AI, also maschinelles Lernen AI. Also dass das irgendeine Art künstliche Fahrintelligenz ist, ja klar, das ist programmiertes Ding, aber das hat halt nichts zu tun mit diesem maschinellen Lernen-Ding, was ja gerade im Sinne von AI in aller Munde ist. Also da hat halt eine ausprogrammierte Fahrverhalten auf Pfaden hat nicht viel miteinander zu tun. Anders halt als natürlich wirkliches autonomes Fahren außen auf der Straße. Halt immer je definierter halt so der Bereich ist, desto besser kann man da halt irgendwie analytisch dran gehen und das quasi aufbauen. Einfach wirklich halt programmieren mittels Logik. Und je, ja, unterschiedlicher halt eben die Situationen sind, desto mehr brauchst du dann halt einen KI-Ansatz. Deswegen hast du halt bei... Ich will gar keine rein und raus. Okay, hätte ich mir auch sparen können hier. Ich bin mal so nett. Für den Fall, dass ihr hier raus wolltet, lasse ich euch nochmal hier raus. Also, oder soll ich hier raus? Nächstes Mal bitte rechtzeitig drücken. Danke sehr. So. Ja. Aber jetzt, wenn man über den Begriff nachdenkt, ist es halt nicht KI, es ist AI in dem Sinne. Auch wenn das halt so benannt wird, weil es halt irgendwie so ist. Aber ich glaube, da muss man dann eher andere Begriffe nutzen, um das voneinander abzugrenzen. Ist mir aber gerade nur aufgefallen, dass so OMSI-KI mit der KI halt nicht viel mit zu tun hat, ne? Mit dieser trainierten. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Ich weiß, das hat mir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge hier schon mal groß auseinander baldowert, dass das so quasi komplett das Gegenteil ist. Bei dem einen sagst du für jede Situation, wie soll sich das verhalten, wenn das und das eintritt. Das ist quasi konstruktiv eine Logik aufbauen und halt wirklich die Verhaltensabläufe, es ist knapp gewesen, wirklich so rein programmieren, wie das ist. Also wie ihr halt in der Fahrschule zum Beispiel, ihr lernt halt wirklich Regeln und AI ist halt irgendwie andersrum, nur für das die halt mit Ergebnissen, so sollte es sein, das ist ein, keine Ahnung, Beispiel Bilderkennung, das ist ein, so sieht ein, weiß nicht, Eisbär aus und das machst du halt nicht nur einmal, sondern ganz oft. Und dann versucht die KI quasi mittels, wenn du ihr 50.000 Mal sagst, dass das ein Eisbär ist und das andere ist eine Robbe, versucht sie halt die Musterunterschiede halt irgendwie so zu erkennen, das mal ganz grob vereinfacht gesagt, um quasi anhand der Datenmenge zu sagen. Also ne, du sagst 50.000 Robben, 50.000 Eisbären, sagst jeweils dazu, das ist eine Robbe, das ist ein Eisbär und die versuchen selbstständig rauszufinden, was denn jetzt für sie das Merkmal ist. Und da ist halt wirklich halt der spannende Punkt dabei, du weißt gar nicht, auf was sie dann achtet. Also das ist dann irgendwie, wenn du es nicht mit Robben und Eisbären machst, sondern machst es mit Eisbären und Hunden oder mit Huskies und, weiß ich nicht, immer so mit Huskies und Doggen oder Huskies und Pudel, so. Jetzt ist das Problem, dass du wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwie einen schlechten, nicht repräsentativen Datensatz nimmst zum Beispiel, dann hast du halt bei den Husky-Bildern auch irgendwie zu großen Teilen irgendwie immer Schnee im Hintergrund. Irgendwann denkst du, ja, wenn da so weiß drin ist und da so sowas wie so ein Hund, dann ist das wohl ein Husky. Und das ist halt irgendwie so das Ding, du weißt halt unterm Strich nicht wirklich, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Haltestelle voraus, okay. Ei, ei, Captain, hol die Stelle voraus. Ja. Blub. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, ich wollte für mich selber begründen, dass OMSI-KI keine KI ist. Genauso wie meine Waschmaschine, die seit ein paar Jahren behauptet, dass sie AI-powerte Ladungserkennung hat. Da bin ich der Meinung, das ist ein ganz einfaches Sensorsystem, das einfach nur misst, wie viel Wäsche da drin ist. Das wiegt, wie viel Wäsche da drin ist. Und dann aufgrund der Tatsache das entscheidet, das hat auch nichts mit dieser AI zu tun. Wir brauchen 7. Ne, wir brauchen 6, genau. Passt. Gut, kann ja auch Kopf rechnen. So, that's it. Also ich spreche der Waschmaschine KI sein ab und ich spreche der OMSI-KI KI sein ab. Gut, das hätte man auch schon vor 10 Jahren. Das ist korrekt. Dass das I in der OMSI-KI noch nicht wie viel Intelligenz steht, das hat man, glaube ich, zutreffendst. Wobei ich sag mal, wenn man sie gut behandelt, im Sinne von als Mapbauer gut behandelt, kann das schon schwer okay sein. Also ich finde, zum Beispiel auf Hohau merkt man das, dass sich da Carsten wirklich extremst Mühe gegeben hatte mit dem Faden und so. Und hast ja sogar so
Geschichten wie Straßenverengungen und die KI-Fahrzeuge warten dann wirklich vor der Engstelle, wenn sie auf der Seite sind, wo sie warten müssen, aber fahren auch durch, wenn Platz ist. Also das muss ich sagen, ist schon, ich finde es bemerkenswert, ich finde es cool. Man muss aber schon ziemlich viel richtig machen und Pfade richtig legen und viel kreuzen, Objektplanung und der Kollege, damit das halt irgendwie tut. So schlimm ist sie gar nicht. Also um das mal zu, nicht ganz so krass zu haten. Ist halt sehr pfadgebunden. So, Kiliansroda. Ich wäre es ja gerade aus hochgefahren. Ups. Ja, ist ganz gut, dass da so ein Pfeil ist. Aber hübsch. Wie findest du das voll hübsch hier? Das ist so augenweidlich, das ist so. Weiden in der Oberpfalz. Ne, keine Ahnung. Wir brauchen eine Tageskarte, sagst du. Kriegen wir hin. 8,20 macht das bitte. Dann machen wir 30 50 Ohren. Danke. So. Und los geht die wilde Fahrt. Also weiter geht die wilde Fahrt. Langsam. Sehr langsam, weil hier, ne? Oh, okay. Bis zur Sichtachse. Gut, dass der nicht links abgebogen ist. Das hätte nämlich schief gehen können. So. Gelenk da nicht hinten was wegbömseln, aber das sieht gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir uns da so ein bisschen abzweigen. Ja, das haben wir ja so. Achso, ich wollte auf die Linienübersicht schauen. Ja, gut, das lassen wir jetzt bleiben. Ne? Das muss jetzt die JI, die Josche Intelligenz, muss das irgendwie. Muss damit auskommen, dass ich jetzt nicht weiß, wann, wie, wo sich das unterscheidet. Aber ich habe noch so ein grobes Bild im Kopf, dass da halt einfach an den meisten, also an einigen halt schon einfach durchgefahren wird. Meine Linien lässt man jetzt immer nur schematisch, das heißt, sieht man nicht unbedingt, dass da Stichfahrten sind. Ich denke einfach mal, dass wenn welche sein, wir halten halt überall da, wo wir nicht einen extra Schlenker machen müssen. Und irgendwann so auf zwei Dritteln der Strecke fahren wir dann irgendwo anders hin. Wobei ich auch dachte, dass die Endstation von der 849, die wir jetzt ja hier als Express-Variante mit der X49 abfahren, ich dachte, dass das nördliche Ende ist irgendwie so ein krasses Einkaufszentrum. Also irgendwas, was halt krass ist, wo Leute hinwollen. So, also was irgendwie ein Ziel ist, aber scheinbar. Ich weiß ja nicht, wie krass unser Zwischenziel ist. Also ich hoffe einfach nicht, dass wir da mitten im Wald enden, wo ich mir dann so ich berechtigterweise überlege, warum es denn diese Expresslinie gibt. Wenn sie halt, also du musst halt irgendwie zwei Punkte miteinander verbinden. Das ist ja, also alleine schon mit dem City Skylines Background und so, den ich ja hab. Und auch wenn ich mir in der Realität halt Linien anschaue, gibt es halt zwei Arten von Linien und die, die irgendwie immer massiv gut ausgelastet sind, sind die, die halt an beiden Enden irgendwie entweder Ziele von Menschen haben oder so krasse Umsteigepunkte, aber Linien, die dann irgendwo an so Alibi-Haltestellen mit dem Nix-Enden, sagt der Motor, hier steigt auch keiner mehr ein, oder so Kurzläufe, die ganz seltsam geführt werden, also die dann kurz vor großen Städten enden, weil du halt denkst, ja, so die Linie fährt von großer Stadt A über Käfer, in Anführungsstrichen, nach große Stadt B. So, stellt euch das mal vor. Und zwischendrin sind halt so Käfer da, keine Ahnung, steigen Leute halt, wenn sie in A eingestiegen sind, halt zwischendrin irgendwie aus, aber es steigen auch immer wieder Leute ein, die dann halt bis B fahren. Natürlich hast du auch Fahrgäste A, B, vor allem seit dem Deutschland-Ticket hast du halt viel mehr, mit ein paar Verbundesgrenzen zwischenliegen, hattest du früher halt wirklich nur diese, im Einzugsbereich der Stadt bist du gefahren, aber so diese große Stadt A bis große Stadt B Verbindungen, die werden halt häufig jetzt auch durchgehend genutzt, was ja nachvollziehbar ist. So. Jetzt hast du halt aber die Linie, die endet so kurz vor B. Und zwar nicht nur so kurz vor den Toren der Stadt, wo du schon irgendwie S-Bahn oder sowas hättest, sondern wirklich einfach in einem Kaff davor. Und du merkst halt echt, also A steigen aber weit weniger Leute ein an der Starthaltestelle und es fehlt halt dieser Zustieg entlang der Halte, weil halt die meisten Leute, die unterwegs einsteigen würden, hallo, ist mal auf, danke. Sind halt die, die bis B durchfahren wollen. Und das ist halt, ja. Deswegen hoffe ich für diese Linie, wenn du schon das Gelenkbus und X, dass unser B, also unser Ziel, aber wir fahren jetzt ja über Käfer, aber es steigt keiner ein, das ist schon mal das Hass, dass unser Ziel
so linientechnisch irgendwie wo liegt, wo Leute auch hinwollen. Weil ich glaube, die 849 ist schon so gezogen vom Hohenkirchener Bahnhof, das ist knapp, danke fürs Warten, bis zu diesem, glaube ich, Einkaufszentrum-Gedöns-Ding, wo halt Leute hinwollen. Deswegen hoffe ich einfach für diese Linie auch, dass sie ein sinnvolles Ende erhält. Weil es wahrscheinlich auch realistisch wäre, wenn wir hier in der Map Linien hätten, die eben nicht so aufgebaut sind und die Linie halt eben ein Negativbeispiel wäre, weil es gibt ja Negativbeispiele, sonst könnten wir nicht drüber reden, wenn es die nicht in der Realität gäbe. Leute planen halt manchmal am Bedarf vorbei, beziehungsweise gut und gerne einfach an Landkreisgrenzen, also da wird, und vor allem an Bundeslandgrenzen, da wird ungern drüber geplant, weil mit der Finanzierung, Mimimi und Hallo. So. Hallo, ich hätte gern eine Kurzstrecke. Oh. Und ich hätte gerne noch kurz meinen Schluck Tee fertig getrunken, danke sehr. 2,20 machen wir aus der Kurzstrecke. Hallo, ich hätte gern einen Fahrschein. Ja, ja, und ich hätte gern meinen Tee in Ruhe fertig getrunken. So, 10erle. So, jetzt sind wir bei 1, 2, 3. Eine gute Fahrt wünsche ich trotzdem. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Einmal das Tagesgericht von der Tageskarte, Mama. Ausgedruckt, ne? Ich warte noch auf den Fahrschein. Ja, also stressig drauf hat die Fahrgäste, das ist ja abartig. Man sieht Ewigkeit mal wieder um sie hier aufgenommen und dann. Das ist wohl dieses Willkommen heißen. Naja. Was ist denn mit den Türen da? Mal zu da den Lachs. Mich dran, dass wir heute Abend lecker Lachs-Sushi selber machen. Mit Pultlachs. So. Das ist fantastisch. Hoffentlich. Ah, knuffelig hier. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre zu selten hier. Also ich muss sagen, mit den Bussen, würde wahrscheinlich eher mit anderen Bussen langfahren, aber so vom Ding her. Das ist schon schnuckelig, ne? So, nächster Halt ist Rheinfeldstraße. Da klingt so wie Rheinhausen. Da kannst du auch in Rheinfelden, oder nicht? Oder Rheinfeld? Keine Ahnung. Da, wo der ins Wasser reinfällt. Genau. Wo fahren wir überhaupt hin? Das ist unsere Endhaltestelle. Ich guck gleich mal. Josh, Busfahrer, komplett lost. Ja, wobei das wahrscheinlich leider öfter Realität ist, als man denkt. Gerade in Bezug auf, immer ganz kurz hier den Dingens auf. V1, dann haben wir den V2er. Südbahnhof am Anger. Aha, okay, gut. Es war noch ein bisschen. Ah, wir haben grün. Es war grün, das war noch grün. Hab ich gestern von dem Busfahrer gelernt, mit dem ich gefahren bin. Der hat das auch gerne gemacht. Und von Autofahrern an Kreuzungen. Herrenhof Rheinfeldstraße. Okay. Das Ding ist, wo ist denn das Gewässer, in das man hier dann reinfällt? Okay, was ist denn mit den Türen? Ich wollte schon sagen, naja, gehen ja nicht oft da. Fahrplan lugen. Ah, Herrenhof ist das Kaff. Okay, am Anger ist okay, das heißt, wir sind schon in dem zweiten Kaff. Ja gut, dann wird das wohl passen. Dann etwa nicht mit dem Nix, sondern wohl irgendwo, sagen wir mal, Mittelspur. Ne, wir müssen aber geradeaus. Das heißt, ich kann direkt mal wieder wechseln. Hui. Guck mal, ist auch ein schöner Slalom. Ein bisschen was für die Action tun, nachdem ich ja neulich, gut, hatte ich ja letzte Folge schon erzählt, 6.12 gefahren bin. Kann ich immer wieder nur aufs Neue sagen, dass ich Neigetechnik in Nahverkehrszügen, überhaupt in Zügen echt mega beschissen finde. Also ich weiß, ihr habt mir schon, das muss ich jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen, ihr habt mir schon auch in Streams und so immer mal viele Pro-Argumente geliefert, ne, was auch halt eben Fahrzeitanschlusssicherung, die halt eben oft von ein paar Minuten abhängt. Also mein Argument war so, ja, weißt du, die 10 km/h, ja, meine Güte, als ob das jetzt das Ding ist. Wahrscheinlich könntest du halt, also, ja, ich finde halt das Fahrgefühl absolut unangenehm. Also du sitzt dann halt
Mir ist es mega unruhig so. Also du hast in die Luft gefederte Ding da irgendwie und das, also du bist dann wie auf so einer Wolke und auf so einem Kissen und vielleicht jemand, der so ein bisschen empfindlicher ist mit Physik, Blub und so. Also finde ich, muss ich sagen, irgendwie immer mega unangenehm. Ja, deswegen habe ich da immer so ein bisschen meine Probleme mit und finde die ein paar Minuten, die ein, zwei, die man da irgendwie dadurch spart, also auf einer AE-Linie vielleicht nochmal eher, aber wenn du eh vergleichsweise häufig hältst, ist so eher die Beschleunigung das, wo du halt die Zeit rausholen kannst und nicht die 10 km/h Spitze, die man dann da irgendwie mehr hat. Und ja, Anschlüsse klappen halt aber eh nicht. Also wenn ein Anschluss von 2-3 Minuten abhängt, irgendwie die du dann schneller bist, der klappt doch sowieso nicht in der Realität. Ist immer so wahrscheinlich die traurige Resignation meinerseits, aber irgendwie ist es halt doch meistens so. So knappe Anschlüsse funktionieren nicht. Und das ist halt leider so. Ja, belastend. Also, ich mag Neigetechnik echt nicht. Das ist, ich will so tagsüber, wenn du noch rausgucken kannst, geht es irgendwie, du gerade nichts gegessen hast, aber ich bin ja auch zu empfindlich für sowas. Ich fahre auch nicht gern Achterbahn, deswegen. Ach, da wieder automatisch zu. Das ist ein Luxus, der ja gar nicht hier Türen auf und zu machen brauchen. Außer die letzte. Gut. Die wollte er nicht. Aber theoretisch sollte das funktionieren. Okay, habe ich verstanden. Das sollte theoretisch tun. Oh. Ich weiß nicht, wie viel Platz du brauchst. Nimm ihn dir. Okay, der ist recht früh wieder gerade. Weiß ja nicht, wie der Pfad verlegt ist, ne? Also, die Realität wäre ein bisschen weiter vorgefahren, weil klar, so viel Platz brauchst du nicht. Aber was weiß ich, wie dem sein Pfad ist und ob ich noch ein bisschen korrigieren muss nach außen, das kann ich halt nur, wenn da ein bisschen Platz ist. So. Ah, komm. Habe ich auch gelernt, als Busfahrer darfst du einfach fahren gestern. Ist vollkommen egal. Du hast einen Fahrplan, du hast ein paar Minuten Verspätung. Du darfst einfach fahren. So. Good. Don't do it für wir noch. Hier. Nach alle Linien. Da wollte ich schon immer mal hin. Wie nach Betriebsfahrt. Oh. Auch cool, stimmt, das wollte ich auch noch mal im Video mal erzählen. Waren am Donnerstag in der Pfalz unterwegs und statt Betriebsfahrt kam uns dann ein Bus entgegen mit IFA, Horm oder Pfälzisch halt, ne? Kann ich halt nicht, aber auf jeden Fall im Dialekt, ich fahr heim, auf der Matrix stehen. Fand ich cool. So, Südbahnhof und jetzt fahren wir noch ein, zwei Haltestellen schon weiter, glaube ich. Ne? Das ist jetzt so der Zwischendingsi. Achso, war doch so, ne? Das ist der Zwischendingsi. Und da hinten, oh, ja, tut mir leid, Kollege, ne? Aber ich bin gleich weg. So. Aber auch vorbeifahren können, finde ich, die Leute, aber gut. So, wenden muss ich aber nicht. Ich hoffe nicht. So, oh, Hütchen. Da sind VLC Media Players. Kollege, willst du? Ah, die Dame möchte mit. Okay. Post A für mich, da bleiben wir doch stehen. Lassen es euch nein. Das hat nichts mit Express hier, aber naja, so. Jetzt müsst du ja nicht vielleicht den Schlenker machen, ne? Mal vorher gesehen. Habt ihr mal den Netzplan gehabt? Konntet ihr euch orientieren nach Am Anger? Ah, also, okay, hier hätten wir eine Stichfahrt gemacht, wild.
Ist denn der so laut da links? Irgendwie klingt der nicht so gesund da bei euch. Schaut mal nach euren Autos bitte, das ist irgendwie... Irgendwas kann da nicht stimmen. Wild. So, dann noch die Linksabbieger. Haben auf den Fahrplan gelugt. Ah, irgendwas mit St. Bernhard und dann... Dann sind wir da, gell? So, uiuiui. Achtung! Ja, hätte ich langsam mal nehmen können, habe aber nicht damit gerechnet, dass die... dass der Übergang so hart ist. Ein bisschen smoother, aber... Danke. Danke für nix. Wenn es halt nur links grün wird, da wir halt verkackt, ne? Da kann ja nichts machen. Gut, ich stehe auch auf beiden Spuren. Also versemmle ich den anderen immerhin auch irgendwie den Tag. Ja, ist auch nicht sinnvoll, ne? Ist jetzt auch nicht das, was man möchte. Ja gut, aber geradeaus wird zuerst grün. Das heißt, ich werde dann rübergezogen haben, bis etwas passiert ist, ne? Sehr gut. Die ist doch schee. So. Kriegen wir dann wenigstens das gleich grün? Oder ist das so, ich hätte eine Anforderung stehen müssen und da war keiner? Ja, die Fußgänger haben jetzt grün. Das heißt mal wieder für uns nichts. Sehr gut. So, und weiter geht's. Wäre da vorher dran gewesen? Ah, belastend. Wobei eigentlich die ja geradeaus jetzt auch fahren dürften. Ne? Sie haben ja keine gegenübergesetzt Linksabbiege, die jetzt potenziell den Fahrweg wegnehmen. Naja. Sü, St. Bernhard Weg. Ist da überhaupt jemand? Da möchte jemand aussteigen. Schade. Ich dachte, ich könnte mir jetzt eine halbe Minute länger Pause sneaken, aber... Was nicht ist, das ist nicht. So, mal rein mit euch, raus mit euch, je nachdem. So, liebe Fahrgäste, wir erreichen jetzt in Kürze unsere heutige Ziel- und Endstation am Anger. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir danken uns recht herzlich für die Reise mit dem Bus. Alles gut. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. 30, ich weiß. Was auch mal hier tuckern. Trotzdem irgendwie eine wilde Endhaltestelle. Gucken wir mal, wo wir da... Was denn am Anger ist. Der Pranger, dem zwei Buchstaben fehlen wahrscheinlich. Ja, Tatsache. Das ist wohl einfach dieses Gerät hier. Gut. Oh, bisschen Knäppchen. Ja, easy. Okay, rechts habe ich nicht drauf geachtet. Ja, ich kann schon keinen Bus mehr fahren. Ihr seht schon. Dies war ein Problem. So, Fahrplan sagt, ist okay. Wie ist denn die Rückfahrt eigentlich wieder? Ne? Direkt 13:23. Nö, okay, wir hätten jetzt ein bisschen Pause. Das ist fantastisch. Das hat jetzt quasi unser virtueller Kollege, der uns ablöst. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier natürlich noch ein weiteres Video zu schauen. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.